Deswegen ist es unserer Gruppe der Ultraszene Mainz ein großes Anliegen, dass du eine Kleinigkeit von uns kriegst. Kloppo hat gestern schon Teile davon bekommen, du bekommst sie heute. Wir haben hier eine Collage zusammengestellt mit Bildern von Aktionen im Stadion, in deiner bzw. in der Zeit von Kloppo und dir, die wir gemacht haben. Jeder Fan braucht natürlich einen Schal. Wir hatten ein 5-jähriges Jubiläum, dazu haben wir uns einen Seidenschal gemacht. Und da ihr Leute seid, die wirklich viel an dem Verein hängen und wir nicht jedem solchen Schal geben, hast du den absolut verdient. Genauso wie das T-Shirt, das auch normalerweise nur Mitglieder von uns kriegen. Und trag es in Ehren, bitte. Das ist schon die Ehre, dass du uns anderthalb Stunden deiner kostbaren Zeit geopfert hast. Das war ganz großes Tennis. Uns haben gestern die Worte gefehlt. Heute sind sie immer noch nicht da, weil was sagt man zu jemandem, der einem so viel bedeutet? Wir hatten gestern noch ein kleines Interview mit den Jungs, die uns begleiten. Und da hieß es, ja, der Kloppo, sagt mal was zu dem. Und da hat einer von uns gesagt gehabt, wenn der Kloppo, der geht, das ist, als ob ein Freund geht. Und so ist es halt wirklich. Und es gab eine Aktion in der Zeit, in der du hier warst, die hat uns begleitet in die erste Liga, die hat uns versucht, von dem Abstieg zu bewahren in die zweite Liga, hat leider nicht geklappt. Das war die Aktion 100% Einsatz für unser Ziel. Wir hatten es eben in dem Video gesehen gehabt, dieser Marsch, den wir jetzt vor dem letzten Spiel gemacht haben, bei dem laut Polizei 3000 Leute teilgenommen haben. Also Mainz zu mobilisieren ist ganz einfach für so eine Aktion. Und diese Aktion wurde begleitet von einem Banner. Und Banner sind für Ultras so das Heiligtum. Und die gibt man nicht einfach her. Und du bist derjenige, der verdient hat, dieses Banner 100% Einsatz für unser Ziel. Und wir wissen, dass es bei dir in sehr, sehr guten Händen ist. Danke. Okay, wie gesagt, wir haben uns gestern schon kurz unterhalten, deshalb kann ich es heute einigermaßen ertragen, das nochmal zu bekommen. Ich wusste es schon. Das ist eine großartige Aktion. Ich habe Jungs gesagt, hätte ich noch ein bisschen schlechter kicken können, hätte ich auf der Seite des Daums gestanden und den Banner bemalt. Und da hat nicht viel gefehlt, wie wir wissen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, ich war nicht mit allen Aktionen einverstanden. Sagen wir so, ich habe nicht bei jeder Aktion applaudiert, aber was Sie an Choreos auf die Beine gestellt haben, da ziehe ich alle Hüte und muss sagen, ich bin sehr oft ins Stadion gekommen und habe nach rechts geguckt und habe gedacht, unfassbar, seit wie vielen Jahren arbeiten wir denn daran? Ja, ich weiß, wie viel Einsatz dahinter steckt und ich finde, heute ist ein Abend. Also es gibt ja Dinge im Leben, die werden sanktioniert, die werden bestraft, das ist auch gut so. Aber heute ist kein Abend, wo darüber gesprochen wird, sondern heute, wir wissen ja, dass ich in den letzten Jahren nicht alles richtig gemacht habe. Der eine oder andere hätte gern anders ausgewechselt oder anders aufgestellt. Und es gibt einen bei den Ultras, der hat sich auch nicht alles richtig gemacht, das weiß er auch. Aber ich weiß, dass er ein riesengroßes Mainz zu 5 Herz hat und deshalb hätte ich ihn ganz gerne kurz gegen alle Widerstände hier oben. Ludwig, komm mal her. Falls er jetzt verhaftet wurde, kommt das durch. Ja. Wo ist denn Ludwig? Hier vorne müsste er drin sein. Er kommt. Ja. So. Auch mit Ludwig und ich waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben beide relativ laut gebrüllt während dem Spiel. Ja.
Eintritt für die Supporters Mainz, für den Dachverband der Fans und Fanclubs von Mainz 05 und damit auch stellvertretend für die Fanclubs und für die meisten von euch, die hier wieder zu Tausenden auf dem Domplatz stehen. Alles, was wir eben gehört haben und die Geschenke von unserer Ultraszene, Wahnsinn, kaum zu toppen. Das wollen wir auch erst gar nicht versuchen. Aber ich möchte euch beiden, Selke und Jürgen, auch noch sagen, das Wichtigste, was wir heute zu geben haben, das können wir euch gar nicht mehr schenken. Das habt ihr nämlich schon. Und das ist die Freundschaft aller Mainz 05 Fans. Trotzdem wollen wir das natürlich im Namen aller Fans und Fanclubs auch noch ein bisschen dokumentieren. So greife ich hier mal rein. Lieber Zelko, lieber Jürgen, ihr seid die ersten Ehrenmitglieder bei den Supporters Mainz. Herzlichen Glückwunsch. Es geht noch ein klein bisschen weiter. Auch für den Jürgen haben wir noch was. Ja, wir wissen ja, dass du woanders hingehst. Wir wissen auch, dass es bestimmt nicht mehr so gemütlich, so familiär sein wird. Vielleicht, Jürgen, wenn du dann abends mal völlig gestresst als Brillenträger des Jahres vielleicht auch nicht mehr so ganz klar den Durchblick hast, einfach diese Vereinsbrille aufsetzen und schon ein bisschen lächeln. Die hat nämlich auch die richtigen Farben. Noch was. Du bist uns heute Morgen ein bisschen zuvor gekommen. Viele von uns haben in modernen Zeiten ja auch schon den Internetstream von einer ersten fremden Pressekonferenz gesehen. Komisches Gefühl übrigens. Da haben wir festgestellt, du warst schon rasiert. Das haben wir gar nicht gewusst. Das haben wir dir was mitgebracht. Die Farben sind rein zufällig. Ein letztes noch. Wir waren echt in Versuchung. Und wenn man nach vorne guckt, der Dom. Und wir geben euch ja schon viele Sachen mit, die uns lieb und teuer geworden sind. Bei aller Liebe, der Dom bleibt hier. Was ihr aber mitnehmen könnt, Zelko, Kloppo, ist der Schatten des Doms. Alles Gute, ihr zwei. Danke. So, jetzt habe ich auch Gefühl, ich muss was sagen. Und das ist jetzt mein zweiter Abschied von Mainz. Und die erste war nicht so bescheiden wie heute. Aber ich weiß nicht warum, aber war so. Erstes Mal habe ich Abschiedsgeschenk, einen Gartenzwerg bekommen, trotzdem bin ich wieder gekommen. Ich und meine Familie haben jetzt die letzten 7 wunderschöne Jahre hier verbracht und ich will mich bei allen Mitarbeitern bedanken und die Leute, die unsere Arbeit unterstützt haben. Danke. Ein Dankeschön von den Fans. Vielen Dank.